Ja, Sie sind da beim Strassenverkehrsamt. Grüezi wohl, wie kann ich Ihnen helfen? Ah, Sie möchten die Führerprüfung machen. Sie brauchen einen Fahrlehrer. Ich schaue gerade, dass jemand kommt. Auf Wiederhören. Hallo. Möchtest auch du schon gleich einen Führerausweis in deinen Händen haben? Ich muss dir sagen, dass es dazu einiges braucht. Aber wenn du Schritt für Schritt machst und immer wieder übst, ist das Ganze gar nicht so schwer. Ich möchte dir kurz erklären, auf was du so schauen musst. Für die Lernfahrausweise von der Kategorie A oder A1 fürs Motorrad oder B zum Autofahren musst du eine Basistheorieprüfung machen. Um dich überhaupt für die Prüfung anzumelden, musst du den Nothelferkurs gemacht haben. Schau aber, dass der Kurs nicht mehr als 6 Jahre zurückliegt. Wenn du weißt, dass alles okay ist, kannst du ein Gesuch für den Lernfahrausweis einreichen. Das Gesuch kommst du am Schalter oder auf der Internetseite vom Strassenverkehrsamt über. Darauf gibt es einen Sehtest, der von einem Arzt, Augenarzt oder einem Optiker ausgefüllt werden muss. Die Einwohnerkontrolle kann deine Identität bei der ersten Gesuchseinreichung bestätigen. Mit dem Schriftenempfangsschein oder bei Ausländern mit dem Ausländerausweis und der Wohnsitzbestätigung kann man das auch persönlich beim Strassenverkehrsamt erledigen. Parallel dazu kannst du dich auch für die Theorieprüfung vorbereiten. Idealerweise bei einer Fahrschule im Theorieunterricht. Wenn das Gesuch überprüft worden ist und du dich intensiv vorbereitet hast, kannst du dich zur Theorieprüfung anmelden. Das kannst du einfach in unserem Online-Schalter eDispo machen. Die erforderlichen Angaben dazu findest du auf dem zugestellten Anmeldeformular. Nach bestandener Theorieprüfung kommst du den Lernfahrausweis gerade per Post über. Mit dem Lernfahrausweis in der Hand dürfen wir den Lernfahrten machen. Mit dem Lernfahrausweis geht es dann zum Fahrlehrer. Der schult dich im Umgang mit dem Fahrzeug, dem Verkehr und der Sicherheit. Kurzum, er bildet dich aufbauend und umfassend aus und bereitet dich auf die praktische Führerprüfung vor. Ein Bestandteil dieser Ausbildung ist auch der obligatorische Verkehrskundeunterricht. Dein Fahrlehrer kann dir sagen, wann und wo das stattfindet tut. Wenn dein Ziel ist, den Motorradführerausweis zu erwerben, dann musst du noch eine zusätzliche praktische Grundschulung besuchen. Das muss in den 4 Monaten ab der Ausstellung des Lernfahrausweis passieren. Mit der praktischen Grundschulung verlängert sich dann der Lernfahrausweis um 12 Monate, also auf insgesamt 16 Monate. Es ist noch speziell zu beachten, in der Winterzeit gibt es keine Führerprüfungen und das Angebot für die praktische Grundschulung ist sehr reduziert. Mit jeder Fahrstunde verbessert sich deine Kompetenz im Strassenverkehr, bis du das Fahrzeug und die Regeln beherrschen tust. Wenn das erreicht ist, bist du reif für die Prüfung. Die Anmeldung für die praktische Prüfung machst du am einfachsten wieder über den Online-Schalter in Dispo vom Strassenverkehrsamt. Aber auch dein Fahrlehrer kann dich zur Prüfung anmelden. Die Prüfungseinladung kommt per E-Mail, wenn man sich per eDispo angemeldet hat, oder per Post. Wenn dann plötzlich etwas dazwischen kommt, kann man den Termin per Internet ändern. Aber Terminverschiebungen kosten dich etwas. Und dann kommt endlich die praktische Führerprüfung. Da wird Folgendes geprüft: Fahrzeugbeherrschung und richtiges Reagieren, das Beachten von Verkehrsvorschriften, rücksichtsvolles Verhalten gegenüber anderen und schwächeren Verkehrsteilnehmern, umweltschonendes und sparsames Fahren. Die Prüfung dauert in der Regel ungefähr 1 Stunde. Bei der Motorradführerprüfung ist sehr wichtig: Leg motorradspezifische Schutzkleider an, wie du in der praktischen Grundschule gelernt hast. Wenn du nicht richtig angekleidet bist, findet die Prüfung schon gar nicht statt und den Prüfungstermin musst du trotzdem zahlen. Nach einer erfolgreichen Prüfung stellt dir das Strassenverkehrsamt den Führerausweis auf Probe per Post zu. Die Probezeit geht in 3 Jahre. Ab jetzt geht es ohne L auf die Strasse und du darfst alleine und ohne Begleitperson fahren. So, jetzt musst du nur noch die obligatorische Weiterbildung, den sogenannten WAP-Kurs, bei einem anerkannten Kursanbieter besuchen. Der Kurs muss innerhalb der ersten 12 Monate nach der bestandenen Führerprüfung absolviert werden.
Nach dem Ablauf der dreijährigen Probezeit wird dir rechtzeitig vor dem Ablaufdatum der unbefristete Führerausweis per Post zugestellt. Das, was ich dir jetzt erklärt habe, wäre Standardvorgehen. Weiterführende Prüfungen oder andere Kategorien haben zum Teil abweichende, ergänzende oder vereinfachte Anforderungen und Voraussetzungen. Wenn du darüber mehr möchtest wissen, frag doch einen Fahrlehrer oder schau im Internet. Und jetzt wünsche ich dir eine unfallfreie Zeit im Strassenverkehr.